Hallo und herzlich willkommen zu Denitiv Gaming. Heute schauen wir uns eine mechanische Tastatur für 25 Euro an. Ob die was taugt, seht ihr gleich. So, wir haben hier die Topop mechanische 87-Tasten-Tastatur. Ohne Nummernpad, wie man sehen kann, was ich persönlich ganz geil finde. Das Coole an der ganzen Sache ist vor allem, das Ding kostet 25 Euro auf Amazon. Und jetzt kommt's, es taugt was. Die sind richtig krasse Blue Switches, was auch immer das bedeuten mag. Denn eigentlich steht auf der Seite, die ist von Topop, auf der Rückseite steht aber Eastern Times Tag i500. Und von wem auch immer die ist aus China, sie ist billig. Aber sie fühlt sich verdammt gut an. Sie ist komplett aus Metall außenrum und die Tasten fühlen sich eigentlich an wie viele andere mechanische Tastaturen. Nicht ganz vergleichbar natürlich mit Cherry Brown Switches oder so weiter. Aber das Feedback ist super. Und für den Preis, was will man mehr? Außerdem hat sie auf der Rückseite sogar Wasserdurchlässer-Dingsbums-Löcher. Also wenn ihr Wasser drüber schüttet oder Cola oder Jizz, dann läuft das einfach durch, ne? Und geht dann hoffentlich nicht kaputt. Anschluss über ein einfaches USB-Kabel und ihr habt noch so Noppen, die ihr aufstellen könnt. Dann rutscht das auch gar nicht und es ist wirklich fest auf dem Tisch. Deswegen wackelt die Kamera jetzt so toll. Ja. Wirklich was Schlechtes kann ich darüber nicht sagen. Das Einzige, was mich stört, es hat keinen Druckbutton, also um einen Screenshot zu machen. Oder ich habe den Shortcut nicht gefunden, vielleicht haben die das anders belegt, keine Ahnung. Und manche Leute hatten wohl Probleme mit dem USB, dass es sich ab und zu mal connected hat und dann wieder weg. Hatte ich nur, wo ich es am Front-USB hatte. Aber die verursachen gerne mal Probleme. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr das wirklich ausführliche Review hier angeguckt habt. Und ich denke, mehr gibt's darüber einfach wirklich nicht zu sagen. Deswegen habe ich es so schnell gemacht. Bitteschön, Dankeschön, ich bin Fabian von Denitiv Gaming und